So, wir befinden uns im nächsten Level. Und hier gibt es auch das Exit zum Secret Level, also... Ah ja, jetzt hatte ich ja mal ein richtig schönes Standbild, aber ich hoffe mal, die gehen wieder weg. Ich hoffe mal, es ist nur anfänglich, die Aufnahme hat gerade gestartet und mein Wächter hat darauf gerade keinen Bock, aber fängt sich wieder oder so. Aber ja, es scheint jetzt zu gehen. Ich hoffe mal, man sieht die Standbilder nicht zu krass in der Aufnahme, aber naja, okay. Ist verkraftbar. So, oh ne, jetzt geht's aber. Läuft da noch irgendwas im Hintergrund? Scheiße, ich habe keinen Bock, dass es jetzt ruckelt. Egal. Jetzt scheint's weg zu sein. Wunderbar. Hier haben wir sonst, glaube ich, nichts mehr. Mein Gott, ey, ohne Witz, ihr behinderten Gegner, ihr seid so unfähig. Bei mir hat sogar geruckelt. Ihr habt nichts gemacht. Gar nichts. Wir bräuchten eine Karte. Ich glaube, ich muss doch noch mal nach oben. Ich habe hier wahrscheinlich was vergessen, wie zum Beispiel das hier. So, wunderbar. Ach du Kacke. Erst einmal die Schweinchen aus dem Weg räumen und da ist eine Explosion in meinem Gesicht. Vielen Dank dafür. Genau sowas mag ich. Wenn irgendwas mitten in meinem Gesicht explodiert. Aber zur Not liegt draußen sowieso noch ein Portable Medikit rum. Dann kann ich meins aufbrauchen, aber wieso ruckelt das gerade hier so? Das ist verdammt nochmal gerade mal Duke, hallo? Jetzt habe ich die Leiche für einen lebenden Gegner verwechselt, aber okay. Komm mal da irgendwie rein. Da kommen wir noch hoffentlich irgendwo rein oder so. Keine Ahnung. Ach du Kacke, komm hierher. Komische Gegner tauchen auf einmal auf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt stirb einfach. Dankeschön. Naja, da ist glaube ich noch einer drin, nicht wahr? Solange der da hinten backt gegen die Wand, habe ich kein Problem mit dem. So, perfekt. Waffen alle schön voll. Noch ein Portable Medikit, oha. Übertreibt man nicht. Hallo? Gott, die Gegner gibt's ja auch noch. Ist ja schon eine ganze Weile her jetzt. Das geht eigentlich auch einfach. Oh Gott, das wird. Auf einmal steht der vor mir. Was macht der? Die Pistole ist schon wieder voll. Sollte ich mal verwenden. Perfektes Ziel da oben. Komm, geh drauf. Dankeschön. Ich gehe nochmal rein. Da hinten irgendwo auf dieser Toilette lagen zwei Health-Dinger. Ach du Kacke. Und hier ist ein schweinischer Herr. Der meint, es wäre toll, anderen mit Schrotflinten in Gesichter zu schießen. Komische Leute gibt es hier in Duke. Aber Duke, du bist der komischste von allen.
Jens hier rumprügelst dich mit komischen Schweinegegnern. Und das alles, obwohl du Standbilder hast in deinem Kopf. Aber zum Glück sind sie jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Hail to the King, baby. Die Schrotflinte ist so voll, das muss eindeutig verwendet werden. Jetzt nehme ich mal das Jetpack und hier hoch. Ja, wunderbar. Oh Mann. Gibt's hier nicht irgendwo eigentlich sowas wie so eine gelbe Karte? Das ist ein geiler Tisch, einfach so ein Klotz. Ah, da ist er ja. Und diese Standbilder wollen nicht aufhören. Aber sie sind so wenig irgendwie nur, dass es sich gar nicht lohnt, jetzt aufzuhören, deswegen. Ich nehme die Treppe, ich brauche die Bewegung. Eigentlich will ich nur alle Gegner killen. Und ich will auch nicht aus einem Aufzug rauskommen. Und dann stehen da auf einmal ganz viele Gegner. Aua, aua. Nicht cool. So, wunderbar. Ach du Kacke. Böde Schweine geht tot. Könntest du bitte hier reinfliegen? Nee, ist zu viel verlangt. Oh. So. Ich sollte mir gar nicht erst am Leben lassen. Ach du Kacke, sind es viele. Alle ganz schön gut Schaden. Da geht's gar nicht mehr so gut. Ich sollte mich nach Leben umschauen. Na, erstmal haben wir hier. Secret. Ah, hier haben wir Leben. Sogar ganz schön viel. Hier hätten wir nochmal ein Portable Medikit. Jetzt liegen hier schon drei Stück in dieser Map. Jetzt sind wir der Fisch in diesem Tank. Das ist mein Territorium. Hier jage ich. Hier gehört alles mir. Ja, Leute, beobachtet mich. Ich sollte mal wieder den Freezer verwenden, weil der ist irgendwie voll. Freezer? Nein, was habe ich jetzt gedrückt? Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Ah. Zum Glück ist die Taste, um das wieder rückgängig zu machen, genau daneben. Oh, Mann. Sonst noch irgendwas? Oh ja. Ah, nee. Das lohnt sich nicht. Mit dem Freezer da jetzt. Aber mit der Pistole könnte man was machen, weil die auf eine große Entfernung eigentlich gut trifft, wenn sie einmal Ziel anvisiert hat. Die Rate of Fire ist eigentlich auch ganz okay.
ich höre Schweine. Okay. Ruby. Aha. Aha, wow. Achso, das ist das Exit. Aber das ist mir egal. Das Exit ist mir ganz schön egal. Ich suche das Secret. So, mal ganz kurz gucken. Ach du Kacke, was haben wir denn hier beides? Ich habe ja noch den Shrinker, vielleicht sollte ich den mal, oder nee, besser noch das hier. Auch so schön voll. So, perfekt. Wo kommen wir raus? Ah, auf dieser Toilette. Das will einfach nicht funktionieren. So. Wunderbar. Ach du Kacke. Von hier aus komme ich da nicht hin, ne? Alter, verdammt. So, perfekt. Jetzt sollten wir uns mal an die, oder auf die Suche machen, Richtung Secret Exit. Ich weiß noch gerade, was man machen muss, aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo genau das ist, wo man anfangen muss, sozusagen. Ich muss nach so einem kleinen Mini-Wasserfall, glaub ich, suchen. Aber wo war der? Irgendwo beim Wasser auf jeden Fall. Oh, hier drin war ich noch gar nicht. Und ich habe jetzt auch eine Rüstung, was ziemlich cool ist. Kein Fernsehen. Das verbiete ich den jetzt einfach mal. Und du genauso wenig. Kein Fernsehen. Ach, du bist ja eh tot. Ups, ups. Das wusste ich gar nicht. Ah, genau hier. So, perfekt, dann. Hier haben wir das Secret Exit. Aber da hinten gibt's auch noch was. Oh Mann, man sollte nur reinkommen, ohne dass man da hängen bleibt. Und zwar haben wir hier, ja, einen toten Indianer. Und das muss man sich schnell nehmen, weil hier geht dann alles zu. Also, es stürzt praktisch alles ein. Secret Level, das ist mein Stichwort. Dann speichere ich hier nochmal. Und dann würde ich mal sagen, raus hier. Das ist doch mal ein schöner Statscreen. Alles gekillt, alles gefunden. So freut mich das.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, sieht man sich im Secret Level wieder. Bis dann. Ciao.